Zucchini, willst du auch noch ein Stück? Ganz lieb, danke schön. Aber ich bin pappsatt, da passt nichts mehr rein. Leute, wenn der Tanzpapier hier wäre, da wäre der Teller schon längst leer. Sag mal, wie klappt das eigentlich mit den beiden, wenn Tom den Tanzpapier gar nicht richtig versteht? Super. Ich verstehe dich nicht. Ja, dann fieb es mir. Ach, vergiss es, verstehe ich auch nicht. Ach, du hast Bauchschmerzen? Ach, du hast Zahnschmerzen. Kopfweh? Hey, nur weil ich kein Tapir spreche, muss mich nicht gleich auffressen, Mann. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Du hast Hunger. Wieso sagst du es nicht gleich? Dann packe ich alles wieder zurück. Willst du auch mal springen? Ja, Bock hätte ich schon, aber ich habe mir gestern irgendwie den Rücken weh getan. Ich guck lieber zu. Alles klar, kommt, Mädels. Spring, spring, heute ist alles drin. Sonst lässt ein bisschen auf den Trampolin. Und dann hebst du ab aus der Hocke in die Luft. Bis über dir der Weltraum ruft. Wer wird denn da in Zeit beschleichen? Spring wie ein Zirkusakrobat durch den Reifen. Du hast doch kein Wackelpudding in den Knien. Nee, stattdessen hast du Gummi. Und dann hebst du ab aus der Hocke in die Luft. Bis über dir der Weltraum ruft. Spring, sing, alles schön. Trampel erst ein bisschen auf dem Trampolin. Spring auf einem Bein oder auf beiden. Stubenhocker können das gar nicht leiden, weil sie mit krummen Rücken vom Computer sitzen und alles vermeiden, um nur nicht zu schwitzen. Spring, spring, heute ist alles drin. Trampel erst ein bisschen auf dem Trampolin. Und dann spring nach oben. Zucchini? Zucchini? Alles okay? Du siehst aus wie so eine Schraubennudel. Ja, weiche Spaghetti wäre mir jetzt lieber. Die Spaghetti bei leicht sprudelndem Wasser kochen. Dabei umrühren, damit die Nudeln nicht aneinander kleben und gleichzeitig garen. Dazu ein Prise. Bist du verrückt? Hey, hör auf! Hör auf, die Vermieterin kommt sonst und sie schmeißt uns beide aus der Wohnung. Das geht nicht. Hör auf mit dem Stopp! Und außerdem. Ohne Kochtopf keine Spaghetti. Und jetzt leg dich ab und gib mal 5 Minuten Ruhe. Ach, danke schön, Leutis. Obwohl, eigentlich könnte ich schon wieder eine Runde Quatsch machen. Aber dein Rücken. Ach, der steht auf Quatsch. Eines Tages wachte Annika auf und sagte, heute nimmt der Tag einen anderen Lauf. Sie streute Zimt auf die Zahnpasta. Tommy kam auf diesen Geschmack gar nicht klar. Sie ließ den Schlafanzug an und zog ein Kleid drüber und stapfte durch den Garten zu dem Teich rüber. Legte sich in die Wiese und knutschte einen Frosch. Der sah kitzelten am Fuß, denn ihr Strumpf hatte ein Loch. Sie steckte den ganzen großen Zeh hindurch, tröpfelte Tropfen drauf. Der Zeh hat Durst und da die Socke jetzt eh schon nass war, badete sie ihre Füße im Wasser. Was für ein schönes Gefühl, sich schmutzig zu machen, Quatsch zu erzählen und sich kaputt zu lachen. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Sie ging zur Villa kunterbunt und klopfte an. Sie klopfte den schönsten Rhythmus, den man nur klopfen kann. Mach mal auf, ich hab 100 Ideen. Ich hab es im Gefühl, heute können Wunder geschehen. Bibi war verdutzt, aber richtig gespannt. So ausgelassen hat sie Annika bislang nicht gekannt. Annika sprudelte über, war nicht mehr zu brennen. Lass uns die Wände bemalen und eine Geschichte ausdenken. Ein Spiel erfinden und ein Baumhaus bauen. Die Tiere aus dem Zoo befreien, wenn sie traurig schauen. Lass uns tanzen in den Straßen und
frei bewegen. Ab da begann für Annika der schönste Teil ihres Lebens. Was für ein schönes Gefühl, sich schmutzig zu machen, Quatsch zu erzählen und sich kaputt zu lachen. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Bunte Musikinstrumente, betrachteten die Wolken, hielten sich an den Händen, feierten eine Party mit allen Kindern der Stadt und erzählten sich Witze bis in die Nacht. Als Annika und Pipi später im Bettchen lagen, sagte Pipi, du, ich hab da noch eine letzte Frage. Warum hast du dich all diese Dinge bisher nicht getraut? Astrid hat uns so geschrieben, ich war leise, du warst laut. Was für ein schönes Gefühl, sich schmutzig zu machen, Quatsch zu erzählen und sich kaputt zu lachen. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Quatsch, 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 Quatschi, Quatsch. Was für ein schönes Gefühl, sich schmutzig zu machen, Quatsch zu erzählen und sich kaputt zu lachen. Quatschi, 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 Quatsch. Quatsch, 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 Quatschi. Soße. So, wir brauchen Zucker, eine Prise Salz, ein bisschen. Hey, Tanzer! Nein, 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 nicht schon wieder! Hey, du hältst uns die Vermieterin auf den Hals! Wenn du nicht aufhörst, dann koche ich nicht mehr weiter! Eigentlich kann ich überhaupt nicht kochen! Ich mach das nur dir zuliebe! Und was machst du aus Dank? Du machst so Lärm! Und dann kommt wieder die Vermieterin und schmeißt uns aus der Wohnung! Ja! Ich werd da. Was? Ich hab's gewusst. Das muss. Sie ist da. Los, versteck dich. Schnell, versteck dich. Und bleib bitte dieses eine Mal ruhig. Herr Lehl, gibt es einen Grund, so herumzuschreien? Oh! Herr Lehl, ich warte. Ich koche italienische Spaghetti. Mit italienischen Spaghetti muss ich mal sehen. Oh, sole mio! Ein bisschen alt. Oh, sole mio! Herr Lehl, das war das letzte Mal. Ich habe Sie gewarnt. Wie sind wir los? Spaghetti am Tanztapir. Hallo! Und die sind noch nicht mal gesalzen. Oh Gott, oh Gott. Und was hat ihr zum Tanzessen gemacht? Wie? Nix. Echt jetzt? Wie wär's mit einem Riesenbecher Eis? Was kommt nach dem Tag? Die Nacht. Was kommt nach der 7? Die 8. Was kommt nach dem Blitz? Der Donner. Und was kommt nach dem Frühling? Sommer. Wir springen vom 3-Meter-Brett in ein Riesenbecher Eis. Machen wir Tagschlaf im Kühlschrank drin, denn die Sonne knallt so heiß. Sogar die Polizei kommt in Badehose und schießt kalte Limo aus der Wasserpistole. Wir springen vom 3-Meter-Brett in ein Riesenbecher Eis. Guck doch mal aufs Thermometer. Essen 36 Grad. Auf der Straße, ja, da geht was. Alle Freunde sind am Start. Hol die Melone aus dem Eisfach, pack die Wasserbomben ein. Dieser Tag wird immer heißer. Auf der Motorhaube brennt ein Ei. Es ist so warm, wir sind lange wach. Im T-Shirt draußen die ganze Nacht. Morgen früh fahren wir an den Strand. Schokolade schmeckt im Handschuhfach. Wir springen vom 3-Meter-Brett in ein Riesenbecher Eis. Machen Mittagsschlaf im Kühlschrank drin, denn die Sonne knallt so heiß. Sogar die Polizei kommt in Bade. Wir springen vom 3-Meter-Brett in ein Riesenbecher Eis. Mit Badelatschen in die Schule. Haben keinen Bock auf Unterricht. Der Lehrer braucht eine kalte Dusche. Ein Ventilator im Gesicht. Hey, man schwitzt sogar beim Atmen. Der Direktor kommt herein. Wir rasten aus, wir können ihn sagen. Eine Woche hitzefrei. Wir springen vom 3-Meter-Brett in ein Riesenbecher Eis. Machen Mittagsschlaf im
Wer hat denn den ganzen Kuchen gegessen? Ich wollte Zucchini noch etwas mit nach Hause geben. Ah, Tanzpapier! Nach so viel Kuchen kannst du dich bestimmt nicht mal bewegen. Ach, papalapap. Tanzen geht doch immer, oder? Hm? Nicht schon wieder. Los geht's! Hallo Freunde! Wollt ihr tanzen? Ja!